Dankeschön, danke. Anstrengend. So, jetzt brauche ich wieder mal. Erstmal Autogramm. Das, kommst du aus Thale, ja? Ja. Aus wo? Dasein. Ist das hier in der Nähe? Ja. Du musst schon so einiges, ich meine, gehst einfach auf die Bühne, stell mal vor. Bei George Clooney, der dreht gerade einen Film, kannst du mal ein Autogramm geben? Ja, würdest du auch machen, ja. Okay, aber dann kriegst du. Ich hab auch CD gemacht, ja. Na klar, hab ich alles gemacht. Ich hab alles gemacht. So. Nur dir ein Kind gemacht habe ich noch nicht. Ja, ich weiß, sehr gut. So, aber irgendwie, ihr merkt es selber, irgendwie kommt die Kanalisation hier durch, nicht? Das scheint der Regen zu sein, riecht hier ein bisschen merkwürdig. Aber das macht nichts, jetzt bräuchte ich mal ein Bier. Ja? Kannst du mal ein Bier besorgen? Nee, Quatsch, ach komm. Aber, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? So, und jetzt kurz ein Bier. Kurz erklärt, nach diesem Song, der jetzt kommt, ging es moralisch ein bisschen in den Keller, aber finanziell bedeutend besser. Ich bräuchte jetzt mal ein Mädel aus dem Volke. Keine Angst, keine Schweinereien. Ihr seid mal alle zu jung. Ja? Ja? Hast du Lust? Dann komm her, meine kleine schwarze Hexe, komm her. Okay, werde jetzt die Jacke mal wechseln, warte mal. Ich hasse Röder. So, jetzt kommt ein Jackett. Das ist ziemlich alt. Das war damals im Riverboat. Sowas trug man damals. Jetzt vielleicht auch wieder. Glitzer, Glimmer. Jetzt glaube ich die Luft. Ist der Harz ist so hoch hier, nicht? Das geht noch, ja, einigermaßen. So, pass auf. Setzt euch mal hier irgendwo hin. Nee, geht auch, ist zu nass. Quatsch. Bleibt stehen. Ja, ist zu feucht. So, komm mal her. Also, ich will nur sagen, da ging es moralisch ein bisschen in den Keller, aber finanziell bedeutend besser. Darf ich du zu dir sagen? Okay. Wie heißt du? Lara. Lara. Lara, vorne und hinten Lara. Stell dir mal vor, Lara, du heißt nicht Lara, sondern Susi. Oh, Susi! Was hast du getan? Und da gibt es eine uralte Geschichte, die kennst du nicht, wa? Nee. Eine uralte Geschichte, die möchte ich euch einfach erzählen. Mit Lara. Jetzt, was ist denn jetzt wieder? Ah, nee, ja, ja, ja. Ja, klar, kriegst du auch. Kriegst alles, aber jetzt mal. Warte, lass mich erstmal die Geschichte erzählen, ja? Komm, setz dich mal runter. Nee, weil das wird sonst ein bisschen eng hier, ne? Also, Lara, Susi, pass auf. Und da gibt es eine Vorgeschichte und viele von euch kennen diesen Titel. So, ihr macht mal die Ohren zu, der ist schmutzig. Dies ist die tragische Geschichte eines verkorksten Liedes. Ich ging damals frohen Mutes ins Studio und nahm mein selbstverfasstes Lied auf. Ein Lied so recht für junge Menschen von heute. Doch dann kam ein Produzent und entfernte alle Worte, die seiner Meinung nach jugendgefährdend oder zweideutig wären. Hier ist das Ergebnis. Bitte schön, Herr Kapellmeister.